Meine lieben Leute, wir sind hier am Videodreh von den Söhnen Mannheims. Wir stehen jetzt hier im Krankenzimmer. Ich bin der Xaver und ich soll euch ein bisschen hier rumführen. Ich habe heute hier mein Regiedebüt, aber nicht alleine. Der Martin Kilger hilft mir da noch, Gott sei Dank. Das ist auch der andere Regisseur. Und wir richten hier gerade das Krankenzimmer ein. Wir haben ja eine Koma-Patientin, die wir sozusagen im Video als Hauptperson haben. Und ja, schaut euch mal ein bisschen um. Der Klaus, der Florian und ich wollen euch jetzt den wahren Grund nahebringen, warum wir Lieder singen. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst, durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Wir haben uns hier extra von Lego eine Kamera gebaut, ja, damit wir die Sachen gut einfangen können. Ihr seht, die bewegt sich und so. Auch der Klaus hat sich obermäßig zurecht gemacht. Aber nicht opernmäßig. Nicht opernmäßig, opermäßig. Und ihr seht im Hintergrund den Florian an einem wunderbaren Flügel, romantisch reinschauend. Hier ist der Koscho, unser Gitarrist. Wir sind heute nur zu viert bei dem Song, weil wir den auch nur zu viert auf der Platte performen. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit. Ich freue mich vom Beginn des Konzerts an auf dieses Lied. Ich singe es auch sehr gerne. Und es ist immer sehr, die Reaktion ist vom Publikum sehr einfühlsam. Man hört eine Sticknadel, würde man fallen hören. Und irgendwann während des Liedes können sich diverse Fenster nicht mehr halten und schreien unseren Namen. Und dann flacht es wieder ab und dann wird wieder zugehört. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Die wenigen Leute, die man auch wirklich auf der Single dann hört, spielen und singen jetzt dieses Lied live. Und es wird sich dann sehr speziell einmischen und auch mit einer überraschenden Wendung einbinden in diese Rahmenhandlung, die es dann gibt. Die Story handelt eigentlich davon, dass wir versuchen, eine Koma-Patientin wach zu bekommen, wieder aufzuwecken. Man bleibt im Ungewissen, wie wir zu ihr stehen, was für eine Person sie eigentlich für uns ist. Man kann es auch so als Sinnbild sehen unserer Bemühungen um die Welt, um die Menschen in der Welt und dass wir halt alles dran setzen, wach zu rütteln, wach zu bekommen, mit Liebe, mit Wutausbrüchen, mit all dem, was in unserer Musik halt so passiert. Und schau, wie sich der Schleier hebt, eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt. Aus den Söhnen das Beste rauszuholen, was rauszuholen geht. Also jetzt oder zum Beispiel zu merken, dass im Koscho doch ein ganz schöner Schauspieler versteckt ist. Und ja, also das mache ich gerne. Aber das hätte ich auch so gemacht. Da hätte ich jetzt keinen Regiejob annehmen müssen. Der Martin Kilger macht auf jeden Fall 50 bis 60, 70 Prozent. Ich mische mich immer. Das ist eigentlich ein Luxusjob, den ich hier gerade mache. Schnell gefahr aus der Dunkelheit. Bin ich zum ersten Schlag bereit? Ich bin der Erste, der dich befreit. Und einer der Letzten, der um dich weint. Und weil ein Lied meine Lippen verlässt. Wie sieht's aus? Warum war mein Partner 2 Minuten lang? Der Billy hat gesagt, er will wenig bis gar nichts zu tun haben. Und ich habe mir die Jungs ausgepickt bei den Söhnen, von denen ich denke, die können was darstellen. Und da musste der Billy halt schon. Und bei mir war es leider nur eine halbe Minute, die ich dann tatsächlich was darstellen konnte. Ja, es ging halt darum, dass die Leute, die halt wirklich im Video oder im Song was machen, ja, auch was darstellen. Die
Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich. Wie die Macht über die Welt. Wir verteidigen in dieser Szene unser Recht, Musik zu machen, weil wir daran glauben, dass Musik halt eine ganz starke Heilkraft haben kann oder auch hat. Das ist eigentlich eine Realität für uns. Aber nicht gleich ausfliegen. Mhm. Also schon noch versuchen, freundlich erstmal. Also wie der geht es. Ruf mal den Bach. Moment, mal ganz ruhig. Ruf den Bach jetzt an, das geht hier nicht. Es war eine schwere Situation, für mich jedenfalls. Aber dadurch, dass wir einen richtig professionellen Schauspieler dabei hatten, war das dann doch sehr inspirierend auch. Eine Wüste aus Beton und Asphalt. Öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt. Zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz. Für die Söhne ist ein optimales Video, glaube ich, so wie heute, wenn die Söhne selber nicht nur sozusagen Statisten sind, sondern auch Rollenspiel und was natürlich noch besser ist, wenn wir alle Söhne unterbekommen können, was wir dieses Mal nicht geschafft haben. Aber ein Video, das dem Lied gerecht wird, aber das auch einer gewissen gesellschaftlichen Anspruch gerecht wird. So, wo man sagen kann, ja, ah, damit, das wollten die damit sagen. Damit du keine Ängste mehr kennst. Also die Single wird wahrscheinlich am 13. Dezember rauskommen. Und am 24. November hoffen wir, dass das Video überall zu sehen sein wird.